Stefan Brandner ist wohl einer der scharfzüngigsten Kritiker der grünsozialistischen Landesregierung in Thüringen. Als solcher erinnert der AfD-Abgeordnete die rot-rot-grüne Koalition gerne daran, dass es nicht nur rechten, sondern auch muslimischen und linken Extremismus gibt. Aber die strukturellen Fundamente sind bei jeder Form des Fanatismus und des Radikalismus, egal ob muslimisch, faschistisch oder sozialistisch motiviert, ohnehin gleich. Eine Verherrlichung von Gewalt, der Hass und die Hetze gegen Religionen, der Hass und die Hetze auf abweichende politische Ansichten, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, auch Politrassismus ist da, was eine Rolle spielt. Das kommt bei der Koalition, die sich auf solche Abgeordnete wie den ehemaligen Stasi-Zuträger Frank Kuschel oder auch Antifa-Aktivistin Katharina König stützt, nicht gut an. Mit allerlei unfairen Tricks versucht die Linke, Brandner zu disziplinieren. Das nimmt bisweilen auch groteske Züge an. Und dieser rechtsextremistische Radau, für den es hier im Landtag so einige selbsternannte Expertinnen, bemerkenswerterweise sind das ja meistens die rot-grünen Mädels, die sich da so gut auskennen, gibt. Aus ihrem Mund weiß ich auch nicht, warum dann Mädels immer so diskriminierend klingt. Es ist aber so, ich will Sie nur aufmerksam machen, dass Sie zukünftig solche Anspielungen durchaus unterlassen können, weil es gibt auch eine Antidiskriminierungsstelle und da können wir das auch gerne mal gemeinsam bereden. Ja, die Art und Weise, wie Sie das Wort aussprechen. Für ein solch gemeinsames Bereden dürfte Margit Jung, wie sonst kaum jemand, prädestiniert sein, hat die Vizepräsidentin des Thüringer Landtages doch ein Studium an der Bezirksparteischule absolviert. Sprich, Jung gehörte der Nomenklatura der SED und damit des Unrechtsstaates DDR an. Aber dies ist nicht der einzige Grund, warum die Kommunistin Jung sich dazu berufen fühlt, einem freien Abgeordneten das Wort Mädels zu verbieten, weil es aus seinem Mund einfach falsch klingt. Jung war auch wissenschaftliche Mitarbeiterin der SED-Kreisleitung Werdau. Die Aufgaben waren gemäß der Rechtslage der DDR eindeutig. Der Kreistag und der Rat des Kreises gewährleisten in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, den Gerichten und staatlichen Notariaten, den Sicherheitsorganen sowie den Organen der staatlichen und gesellschaftlichen Kontrolle des Kreises die Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit sowie eine hohe Ordnung und Sicherheit. Sie erfüllen Aufgaben zum Schutz der Arbeiter- und Bauernmacht, zur aktiven Nutzung des sozialistischen Rechts. Heute nun droht Margit Jung mit einem gemeinsamen Gespräch bei der Antidiskriminierungsstelle. Man merkt ihr an, sie hätte gern mehr an Instrumenten zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit. Dass es Jung nicht um Antidiskriminierung und die Klärung eines Sachverhaltes, sondern ausschließlich um die Unterdrückung ihr unangenehmer Meinungen oder ihr rhetorisch weit überlegener Kritiker wie Stefan Brandner geht, wird schon am nächsten Morgen deutlich. Erneut leitet das ehemalige Mitglied der DDR-Nomenklatura, Margit Jung, die Sitzung des Landtages. Sie erteilt das Wort der Abgeordneten Astrid Rothe-Beinlich. Diese wird nun sogleich behaupten, die Reden des Stefan Brandner seien auf seinen zu kleinen Penis zurückzuführen. Herr Brandner, ich kann mir das nur so erklären, dass Sie tatsächlich der fleischgewordene Minderwertigkeitskomplex geworden sind. Die Geste ist eindeutig. Ein Ordnungsruf von Jung bleibt gegenüber der grünen Rothe-Beinlich aus. Schließlich gehören Jung und die Grüne derselben Koalition an. Aber nicht nur die marxistisch-leninistisch geschulte und offensichtlich immer noch der Diktatur der Nomenklatura verpflichtete Jung agiert hier verlogen. Das tut auch Rothe-Beinlich. Diese hat als Vorsitzende des Erfurter Sozialausschusses, wie sie stolz auf ihrer Internetseite verkündet, sexistischer Werbung den Kampf angesagt. Männer und Frauen sollten auf städtischen Werbeflächen nicht mehr auf abwertende Weise dargestellt werden. Die Behauptung gegenüber dem politischen Gegner, dieser habe einen zu kleinen Penis, scheint hingegen kein sexuell abwertendes Verhalten zu sein. Wie bei Sozialisten üblich, gelten alle hehren Ziele nur der Lähmung des politischen Gegners. Bei der Auseinandersetzung mit diesem greifen die Linken mit Begeisterung jedoch tief in all die Schubladen, die angeblich tabu sind. Es geht Linken wie Jung und Rothe-Beinlich nicht um den Wettbewerb der Ideen und der besseren Argumente. Alleiniges Ziel ist es, die nicht-linke Opposition mundtot zu machen. Wir mussten uns ja hier schon einiges bieten lassen von diesem Pult. Ich muss wirklich sagen, ich finde das zunehmend eine Zumutung, derartige Redebeiträge wie von Herrn Brandner hier erleben zu müssen. Und dass es dafür nicht einmal Ordnungsrufe gibt, muss auch zu denken geben.